Willkommen, Leute. Moin, nochmal. Der erste Upload lief so gut, da dachte ich mir, da kann ich direkt nochmal hier. Oh, ich bin in den Schlamm getreten. Ein bisschen in den Schlamm getreten. Lief so gut, da dachte ich mir, ich zeige euch ein bisschen mehr. Guck mal, hier. Hier war die Wassergrenze. Hier, da seht ihr es. Wassergrenze hier von der Flut, vom Hochwasser. Da war die Küche. Dahinter, die Küche. Ihr seht da hinten hier Treppe zum Eingang. Tür war voll, da stand ein Auto vor. Die geilste Geschichte, Leute. Es parkte ein Auto auf der Treppe, komplett mit dem Arsch hinten vor der Tür. Wir kamen den ersten Tag vorne nicht raus, ich musste rausklettern. Wir hatten hinten die Terrasse, aber dieser Boden besteht nur aus Schlamm. Es ist einfach nur Schlamm. Und der war so weich, es gab kein Rauskommen. Man hätte die Schuhe verloren, wenn man da reingetreten wäre. Ich habe Wege aus Müll gebaut, der rumlag, der in den Zäunen festhing. So, und Leute, es gibt sehr viele Leute, denen ich jetzt schon danken müsste. Und wenn ich jetzt jedem danke, wird das Video zu lang. Dann kann ich es nicht hochladen. Ich muss ganz doll dem Kammertor danken, der extra herkam. Kammertor, ihr kennt ihn von Discord, ihr kennt ihn aus den Kommentaren, kam extra her und hat im Keller mit angepackt. Hat Gasleitung zugedreht, Wasser zugedreht und hier ordentlich Schlamm geschippt die ganze Zeit. Und Sacha Burns, ich wollte fast den richtigen Namen sagen, ich sage nicht den richtigen. Sacha Burns kam persönlich hier vorbei mit dem Bollerwagen, mit Lebensmittelresten, Lebensmittel, nicht Reste, Lebensmittelvorräte, einem Gaskocher, Outdoor-Gaskocher und einer Solaranlage, um die Handys zu laden. Falls ihr nicht wisst, was passiert ist, es gab Hochwasser und am nächsten Tag ist das Telefonnetz zusammengebrochen, das Handynetz. Wir haben alle kein Mobilinternet, wir haben kein Wasser gehabt, keinen Strom. Konnten die Handys nicht aufladen und erstmal niemanden kontaktieren. Und wir wussten, bis die Leitung frei ist, sind all unsere Handys tot. Die Brücken sind zerstört. Es gibt kein Rüberkommen. Es gibt nur noch eine Brücke und die war immer noch geflutet. Die hat es zum Glück überlebt, ist aber schwer beschädigt und man darf im Auto nicht rüberfahren. Wir kommen nicht aus diesem Stadtgebiet raus und es gibt hier keine Lebensmittelläden. Man muss wirklich über dicke Umwege fahren. Sondern haben Leute zum Glück hier in der Ortschaft Generatoren aufgestellt und Handy-Lade-Treffpunkte aufgemacht, damit Leute ihre Handys laden können, damit wir bis heute Hilfe rufen können, jeden Tag, und Hilfe organisieren können. Tim hat mir eine Solaranlage verschafft, die auf dem Dach sich einfach mal vollgeladen hat, während ich unten gearbeitet habe. Und die Handys haben nie an Strom verloren. Nie hat es mir an Strom gefehlt. Inzwischen auch. Habe ich mit dem Gaskocher heißes Wasser vorgekocht, in Thermoskannen, die ich bekommen habe, und mache mir Instant-Kaffee jeden Morgen und abends vielleicht. Das ist sehr schön. Die gesamte Technik ist weg. Die Aufnahmetechnik, alles. Ich habe den PC gestern auseinandergebaut. Ihr müsst euch vorstellen, 4 Tage danach hatten wir erst Wasser aus der Leitung. Das heißt, ich konnte gestern erst Sachen sauber machen. Die meisten Kabel waren sogar verrostet. Elektrogeräte weg, alte Konsolen weg, PS4 ist gerettet, PS5 ist gerettet. So. Das heißt, das kann ich irgendwann wieder spielen, aber der PC. Ich habe nur ein paar Einzelteile rausgeholt, habe die ausgewaschen in Spüli und in Alkohol eingelegt. Vielleicht sind ein paar Sachen zu retten. Ein paar von der Technik. Ansonsten ist alles weitere am Arsch. Ganze PC, Kamera, Mikrofone, alles war innerhalb der Wassergrenze, alles am Arsch. Die Yu-Gi-Oh! Kartensammlung war zum Glück oben auf dem Regal. Die Yu-Gi-Oh! Karten. Ich liebe Yu-Gi-Oh! Karten. Ich liebe diese Sammlung. Und zum Glück wurde die gerettet. Ist auch ein großes Stück Jugend. Und ich habe viel Zeit mit Bella verbracht, mit Yu-Gi-Oh! Ja. Ich wünschte, sie hätte mal Bock wieder zu spielen. Das kann man ohne Strom spielen. Das ist genial. Ohne Internet, ohne Strom. Die Kinder sind bei den Großeltern. Und erstmal in Sicherheit. Weil die konnten nicht verstehen, dass hier gearbeitet werden muss. Ich muss mal das Video beenden, das wird zu lang dauern, das hochzuladen. Das wird spaßig heute. Heute Keller. Wer Bock hat, vorbeizukommen? Komm vorbei, schreib mich an. Komm vorbei, wir schippen den Keller aus.